Hallo YouTube, mein Name ist Manu von Jean Hilft dir und ich heiße euch alle herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Programmtest. Ich bin heute für die nächsten paar Minuten Ihr Moderator und euer Moderator natürlich auch. Wir sehen ein Bild im Hintergrund. Dieses Bild ist von Grinz TV. Falls das Voting noch läuft, seht ihr hier bei meiner Maus ein Linkvermerk, eine Verlinkung zu einem Video des Votings. Falls das Voting nicht mehr läuft, wahrscheinlich auch. Wir sehen trotz diesem Bild im Hintergrund ein Schloss in der Taskleiste. Auf dieses Schloss klicken wir rauf und wir haben den RPG Maker gestartet. Also nicht gestartet, sondern maximiert. Wiederhergestellt. Aus der Taskleiste auf den Bildschirm anzeigen lassen. Gedönszeug. Denn dieses Programm ist es, was ich euch heute vorstellen möchte. Wir sehen in der Zeitleiste meiner Taskleiste, in der Zeitanzeige meiner Taskleiste, dass es immer noch der 25.10.2011 ist. Dies ist bereits mein viertes oder drittes, ich glaube viertes Video, was ich heute aufnehme. Denn ihr wollt ja auch was zu sehen haben, wenn ihr jetzt die kommende Woche bzw. heute was guckt. Und das sollt ihr haben. RPG Maker 2003 ist ein Programm, was ich euch gerne vorstellen möchte, wo mich keiner zu inspiriert hat, was ich sehe. Ich wurde natürlich inspiriert von anderen YouTubern, aber die haben es nicht direkt getan. Da komme ich nachher noch drauf zurück. Der RPG Maker ist ein Programm, mit dem man selbst RPG-Spiele erstellen kann. Was braucht man für Was braucht man für RPG-Spiele? Man braucht Karten, Maps, auf denen man sich bewegen kann. Und diese Maps kann man in diesem RPG Maker erstellen. Man sieht hier, man hat verschiedene Werkzeuge, man hat verschiedene Texturen. Diese Textur, ich nehme mal einfach eine ganz normale Wiesen-Gras-Textur mit einem Wald. Dieses, ich glaube, das sieht besser aus, wenn ich diese nehme und dann den Wald. Ha, sag ich's doch. Diese Texturen kann man hier einfach einfügen und über die Werkzeuge wie in einem Bildbearbeitungsprogramm auf diese Karte ziehen. Nur dass in einem Bildbearbeitungsprogramm die Pixel ein bisschen kleiner sind, die Felder, die man bestücken kann. So, diesen Baum möchte ich hier nicht mehr. So, wenn ich das jetzt geschafft habe, sage ich, ich möchte gerne ein bisschen Eisfläche hier noch mit drauf haben. Auf dieser Eisfläche möchte ich einen Berg haben und ich möchte noch etwas oben drüber haben, über der Eisfläche, was ich aber auf einer anderen Ebene einfügen muss. Die RPG Maker hat drei Ebenen: einmal die untere Ebene, einmal die obere Ebene, haha, und einmal die Event-Ebene. Da sage ich jetzt nichts weiter zu, als dass es die einfach nur gibt. Es gibt genügend YouTuber, die darüber Tutorials machen und die auch die Spiele spielen, die andere Leute in diesem Programm erstellen. Ich habe jetzt erstmal einen Vulkan auf diesem Eis platziert, auf dem Schnee platziert. Was wir sehen ist, dass der Vulkan hier irgendwie was Pinkes im Hintergrund hat und dementsprechend wird Pink als transparente Farbe angesehen und da es auf der oberen Ebene ist, sieht man trotzdem noch, was dahinter steht. Und zwar Schnee. Jetzt gibt es die dritte Ebene, oder vielleicht füge ich noch eine Burg hinzu. Genau, ich füge jetzt noch eine Burg hinzu. Jetzt gibt es die dritte Ebene, die Event-Ebene, auf der man sagen kann, hey, an dieser Stelle möchte ich mit meinem Spieler starten. Und hey, an dieser Stelle möchte ich meinetwegen einen anderen Spieler platzieren. Es gibt übrigens haufenweise Grafikpacks dafür, auch zum Runterladen, kostenlos. Ich habe jetzt mal diese schöne rothaarige Frau, Mädchen, Dings, Zeug genommen und erkläre gleich, also wir sehen, dass sie da platziert wurde, erkläre gleich, dass man auch ein bisschen Programmierverständnis braucht, um hier etwas zu erstellen, denn eine Story muss man nun mal programmieren mit verschiedenen Waypoints und verschiedenen Sachen, die man machen kann. Das Einfachste ist natürlich, eine normale Nachricht auszugeben. Es ist mit diesem Programm natürlich leichter, als wirklich das komplette Spiel zu programmieren. Es ist so, dass das Programm, der RPG Maker, viele
Commands, also Befehle kennt, vordefiniert hat, die man benutzen kann. Und die sehen wir hier bei den Event-Commands, dass man da einiges machen kann. Wichtig ist jetzt erstmal für uns, was heißt wichtig, um euch eine zu zeigen, ist die Nachricht. Dieses Mädchen sagt, Hallo, Dude, mit einem Ausrufezeichen, auch wenn das nicht mehr verwendet wird. Zumindest nicht in Aufgabenstellungen. Und ich klicke auf OK. So, jetzt habe ich an sich schon eine Karte, ein kleines Spiel erstellt. Dieses Spiel, ja, gut, ist jetzt nicht wirklich toll. Ich habe auch nicht wirklich lange dafür gebraucht und ich habe mir auch keine Mühe gegeben. Ich kann hier auf Play drücken, bekomme erstmal eine Meldung, dass ich die Karte erstmal speichern muss. Und dann wird ein Spielefenster geöffnet. Haha. Und wenn man wartet, es ist nämlich so, dass ich gerade noch andere Videos render. Wenn man wartet und ein neues Spiel beginnt, sieht man, wow, das habe ich gemacht. Das habe ich eben, das sehen wir auch im Hintergrund, das habe ich eben designt. Und so, jetzt sieht man es. Das habe ich eben designt und zwar in genau dieser Größe. Und jetzt kann ich hier mit den Pfeiltasten mich bewegen. Und da ist ein Vulkan. Und was natürlich, was man noch einstellen muss, was man auch einstellen kann, alles, dass man über dieses Schloss nicht einfach so rübergehen darf, kann und auch über die Wälder nicht. Das ist natürlich alles eine Definitionssache, die man einstellt über Optionen. Jetzt spreche ich dieses rothaarige Mädchen an und sie sagt mir: Hallo, Dude. Ist das nicht Wahnsinn? Hallo Dude, sagt dieses Mädchen. Naja, okay. Mehr wollte ich euch eigentlich gar nicht zeigen in diesem Programm, außer dieses Hallo Dude. Denn dieses Programm an sich, wie gesagt, habe ich schon erwähnt, möchte ich noch einmal erwähnen, denn ich habe auch auf einen späteren Teil des Videos hingewiesen, an dem ich etwas anderes erwähne. Und dieser Teil ist jetzt gekommen. Dieses Programm wird von vielen YouTubern tutorialisiert, kann man das sagen? Viele YouTuber machen darüber Tutorials. Es gibt genügend Tutorials über dieses Programm. Und vor allen Dingen, es gibt einige Leute, die sogar die Spiele spielen. Das habe ich vorhin auch schon gesagt, die andere Leute mit diesem Programm entwerfen. Und zu diesen Leuten gehört natürlich, den möchte ich hier nennen, ich habe nichts abgesprochen und ich möchte das nicht aus Eigennutz machen. Ich mag ihn einfach, diesen YouTuber. TrueMG, ich habe den Link in die Videobeschreibung gesetzt und möchte sagen, guckt euch das einfach mal an, wenn ihr Bock drauf habt. Das macht Spaß und er ist einer, der sowohl Tutorials als auch Let's Plays vom RPG Maker macht. So, genug Werbung von anderen Sachen, die uneigennützig sind. Jetzt möchte ich gerne wahrscheinlich ein nächstes Video drehen, damit ihr morgen auch noch was zu sehen habt. Haha, ist das nicht toll? Und sage, ich bin Manu von Jean Hilft dir. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.